Hallo und herzlich willkommen zu Let's Go Bricks. Heute gibt es den Vergleich Legoland Deutschland und Legoland Dänemark. Im Vorfeld dieses Videos gab es ja die Möglichkeit, Fragen einzureichen. Da keine Fragen eingereicht wurden, gibt es heute die absolute Kurzversion Legoland Deutschland, Legoland Dänemark. Wo kann man das meiste Geld sparen? Wo gibt es die besseren Attraktionen? Und natürlich meine Meinung dazu. Los geht's! Dann geht's los mit meiner Meinung. Lohnt sich eine Reise ins Legoland nach Dänemark? Da muss ich ganz klar sagen, ja, es lohnt sich eine Reise dahin. Es ist wirklich ein sehr schöner Park. Er ist meiner Meinung nach schöner als der in Deutschland, weil er einfach größer ist. Und was ich da sehr genossen habe in Deutschland, da ist wirklich sehr laut. Dadurch, dass auch überall Lautsprecher sind und so weiter. Klar, Kinderlärm gibt es natürlich überall. Aber die Lautsprecher und überall wird man beschallt in Deutschland. Und das war im Legoland in Dänemark etwas ganz anderes. Da gab es auch wirklich Plätze, wo man wirklich seine Ruhe gehabt hat. Also es gab auch wirklich die Möglichkeit, etwas zu entspannen und ein bisschen den Park zu genießen, weil es da einfach auch sehr schöne Parkanlage gab, sehr schön angelegt alles und wie gesagt, in Deutschland auch alles sehr schön, aber im Legoland in Dänemark meiner Meinung nach der bessere Park, was die Attraktionen auch angeht, was die Parkgröße angeht und was die Anlage an sich angeht. Dann geht es auch schon weiter mit ein paar Tipps und Tricks. Wenn man das Legoland in Dänemark besucht, sollte man sich 1 bis 2 Tage dafür Zeit nehmen. Auch für das Legoland in Deutschland, der da noch nie war. Also 1 bis 2 Tage. Ein Tag war mir fürs Legoland in Dänemark einfach zu wenig. Fürs Legoland in Deutschland habe ich mir ja 2 Tage Zeit genommen. Das war auch genau richtig. Fürs Legoland in Dänemark hatte ich nur einen Tag. Und es war einfach zu wenig. Ich habe nicht alles gesehen, was es im Legoland zu sehen gibt. Es gibt da wirklich sehr viel zu sehen. Es gibt sehr viele Eindrücke zu verarbeiten. Und da sollte man sich einfach Zeit nehmen. Weil sonst artet das Ganze in Stress aus. Wenn man dann noch irgendwie in Attraktionen anstehen muss und so weiter, dann geht immer wieder Zeit drauf. Also ich habe wirklich einen sehr leeren Park erwischt. Da komme ich auch noch drauf zu sprechen, wie man das hinbekommt und worauf das man da achten muss. Und deshalb geht es jetzt schon weiter mit Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 2, achtet auf die Schulferien. Ich habe darauf geachtet, dass in Dänemark als auch in Deutschland keine Schulferien sind. Das macht den Park an sich schon leerer. Dann habe ich mir den Mittwoch als meinen Besuchertermin ausgesucht. Das kann man sich generell merken. Normalerweise sind mittwochs immer die Freizeitparks leerer. Das liegt einfach aus dem Grund, da viele verlängertes Wochenende, dann ein kleiner Kurzurlaub machen, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und dann so einen Park besuchen und da vielleicht noch einen kleinen Urlaub mit verbinde und oder sie nehmen dann das Wochenende und Montag, Dienstag. Das heißt, normalerweise ist der Mittwoch bei jedem Freizeitpark, nicht nur beim Legoland, immer der Tag, an dem am wenigsten los ist. Das heißt, ich habe mir den Tag ausgesucht, ich konnte mir das Ganze aussuchen und ja, es ist auch, dann war wirklich ein sehr leerer Park von mir. Ich musste in keiner Attraktion länger als 5 Minuten anstehen. Manche Attraktionen, da konnte ich einfach sitzen bleiben, konnte mehrere Fahrten, konnte ich dann hintereinander machen, weil einfach überhaupt gar nichts los war. Und das macht der Park sowas von entspannt. Also deswegen kann ich das nur empfehlen, sich so einen Tag auszusuchen, wo einfach weniger los ist. Dann Tipp Nummer 3. Es wäre vielleicht zu überlegen, ob man das Auto stehen lässt. In Billund ist ein Flughafen, das wusste ich auch nicht wirklich. Also für manche lohnt es sich vielleicht tatsächlich, die längere Anreise haben, vielleicht nahe an einem Flughafen wohnen, dass man vielleicht das Auto da stehen lässt und die lange Fahrzeit nicht auf sich nimmt und tatsächlich das Flugzeug nimmt. Also das muss man natürlich im Vorfeld planen und ja, dann kann man das vielleicht mit dem Flugzeug dahin gehen. Das spart Zeit, das spart eventuell Geld und das wäre einfach vielleicht eine Überlegung wert. Tipp Nummer 4, kauft euch eure Karte online und macht das bitte frühzeitig. Ich habe meine Karte kurz vor knapp gekauft und natürlich bei der Bestellung ist etwas schief gegangen. Das heißt, ich musste in Dänemark meine Karte dort an der Kasse kaufen. Das ist auch wirklich kein Problem. Die nehmen auch Euros, also man kann mit Euros bezahlen und man bekommt dann dänische Krone zurück. Aber das Ganze kostet natürlich etwas mehr und es kostet natürlich auch Zeit. Das heißt, wenn man seine Karte im Vorfeld bestellt hat, dann kann man die einfach abscannen, kann in den Park rein und erspart sich das Ganze. Dann Tipp Nummer 5 oder Hinweis Nummer 5. Für eine Reise ins Legoland braucht ihr keinen Reisepass. Ein ganz normaler Personalausweis für Erwachsene genügt. Falls ihr Kinder mit an Bord habt, die brauchen dann definitiv einen Reisepass und den muss man natürlich auch im Vorfeld beantragen. Das heißt, das braucht man mindestens 1 bis 2 Wochen, bis so ein Reisepass dann erstellt ist. Also den sollte man sich dann auch für seine Planung, sollte man das im Auge behalten, wenn man Kinder mit dabei hat. Die brauchen auf jeden Fall einen Reisepass. Bei Erwachsenen genügt tatsächlich ein ganz normaler Personalausweis.
Dann Hinweis Nummer 6. Ihr solltet auf jeden Fall ein paar kleine Englischkenntnisse mitbringen. Das macht euch das Leben im Legoland etwas leichter. Nicht alle Mitarbeiter dort haben Deutschkenntnisse. Das heißt, mit etwas Englisch kann man auch gezielt Fragen stellen und die Mitarbeiter sind auch wirklich sehr freundlich. Also da möchte ich nochmal ganz kurz darauf eingehen. Nicht, dass die Mitarbeiter im Legoland Deutschland nicht freundlich wären, aber die Legoland-Mitarbeiter in Dänemark sind definitiv meiner Meinung nach freundlicher. Wer schon mal im Legoland in Deutschland war, der weiß, dass da ganz oft ja, Lautsprecherdurchsage kommen wegen dem Handy, dass man da nicht filmen darf, nicht filmen soll. Und das ist also manchmal wirklich ein bisschen nervig. Und es wird auch wirklich in einem forschen Ton gemacht. Ich habe immer eine Mütze auf normalerweise, beim warmen Wetter sowieso. Und da wird man auch aufgefordert, bei Attraktionen die Mütze abzunehmen, also im Legoland in Deutschland auf jeden Fall. Und das passiert manchmal dann auch in einem etwas forscheren Ton. Also nicht wirklich, dass es unfreundlich wäre, aber es ist wirklich manchmal der Tonfall war etwas komisch im Legoland in Deutschland. Im Legoland in Dänemark gab es das absolut nicht. Da konnte man bei jeder Attraktion konnte man das Handy rausholen, konnte filmen, man konnte seine Mütze auflassen. Selbst bei der Achterbahn wurde ich nicht aufgefordert, meine Mütze abzuziehen. Also wie wirklich die Mitarbeiter dort richtig gechillt, richtig freundlich und ja, wie gesagt, die Mitarbeiter im Legoland in Deutschland sind auch freundlich, aber nochmal hervorgehoben, die Legoland-Mitarbeiter in Dänemark definitiv freundlicher. Jetzt geht es weiter. In welchem Legoland kann man besser einkaufen? Im Legoland Deutschland oder Legoland Dänemark? Also ich war ja wirklich gespannt auf das Legoland Dänemark. Hab da wirklich wenig Videos bis jetzt gesehen, wo Leute da eingekauft haben. Das heißt, das war für mich absolutes Neuland. Im Legoland Deutschland gibt es ja auch viele andere Videos, also nicht nur von mir, sondern auch von anderen YouTubern, wo man die Einkaufsmöglichkeiten sieht. Da wusste ich schon Bescheid. Beim Legoland in Dänemark wusste ich tatsächlich nicht Bescheid, habe mich da überraschen lassen und ja, also ich kann sagen, die Einkaufsmöglichkeiten im Legoland in Deutschland sind definitiv besser, weil ganz einfach, es gibt viel mehr Auswahl. Es gibt die Lego-Fabrik. In der Lego-Fabrik könnt ihr ja die Einzelteile kaufen. Das gibt es dort in Dänemark überhaupt nicht. Das habe ich auch nicht erwartet, weil das habe ich im Vorfeld schon recherchiert, dass das im Legoland Deutschland das einzige Legoland ist, wo man die Einzelteile kaufen kann. Aber ich habe trotzdem gehofft, dass es im Legoland Dänemark noch irgendwie ein anderes Sortiment gibt. Vielleicht im Ninjago-Shop, dass man da sich andere Minifiguren mit zusammenstellen kann. Dass es vielleicht noch Ritter-Minifiguren gibt, die man sich selber zusammenstellen kann. Die sind ja im Legoland in Deutschland, sind die ausverkauft. Aber da wurde ich leider enttäuscht. Also beim Ninjago Shop gibt es überhaupt gar nichts. Also ihr könnt euch keine Ninjago-Figuren zusammenstellen. Minifiguren könnt ihr euch zusammenstellen. Da gibt es auch was Angenehmes. Das muss ich auch nochmal positiv hinzufügen, dass es in mehreren Shops gibt es die Möglichkeit, dass man sich selber Minifiguren zusammenstellen kann. Das Negative daran ist einfach, dass es keine Auswahl gibt. Also es ist in jedem Shop ist es wirklich das Gleiche. Man kann in jedem Shop, also so wie ich es gesehen habe, kann man immer nur die gleiche Minifigur zusammenstellen. Und es gibt auch wirklich keine große Auswahl. Also das Legoland in Deutschland hat da definitiv die bessere Auswahl, was Minifiguren angeht. Und auch die größere, also ist absolut das größere Sortiment. Und im Legoland in Dänemark ist das wirklich alles das gleiche Sortiment. Eigentlich nur City-Figuren und es macht da eigentlich keinen Sinn, sich Figuren zusammenzustellen. Das lohnt sich überhaupt gar nicht, weil einfach ja die Teile dafür das Ganze nicht wert sind, weil es wirklich nur City-Figuren sind und weil man die sich auch irgendwo anders günstiger kaufen kann. Von den Einkaufsmöglichkeiten im Legoland in Dänemark war ich alles in allem enttäuscht. Also der Shop, wo man sich natürlich die ganze Lego-Sets einkaufen kann, ist riesig. Der ist auch wirklich größer als in Deutschland. Aber die Auswahl ist, finde ich, begrenzt, weil es da natürlich die ganz normale Lego-Sets gibt, aber die kaufe ich natürlich nicht im Legoland. Dann weiß ich auch nicht, ob es irgendwie Gutscheine gibt, also den 25% als auch den 20% Gutschein, wo ich euch ja schon vorgestellt habe, weiß ich nicht, ob es den bei einer Jahreskarte gibt. Falls es den gibt, würde ich natürlich nur den 25% Gutschein einlösen für ein exklusives Set. Oder tatsächlich, wenn ich mehrere exklusive Sets haben wollte, dann würde ich den 20% Gutschein auf alles sozusagen nehmen, dass ich mehrere Sets für 20% Preisnachlass bekomme. Ansonsten könnte man im Legoland in Billund nur in die exklusiven Legoland-Sets investieren. Es gibt ja in jedem Legoland gibt es exklusive Sets, die es nur im Legoland in Deutschland als auch in Legoland in Billund gibt. Und das wäre für mich die einzige sinnvolle Investition im Legoland in Dänemark, abgesehen von den exklusiven Sets, wenn es natürlich einen Gutschein für 25% gibt. Dann gibt es noch mein abschließendes Fazit. Also beide Freizeitparks lohnen sich definitiv für eine Reise.
Wem Attraktionen wichtiger sind, der ist meiner Meinung nach im Billund besser aufgehoben. Und wer einkaufen möchte, ganz klar Legoland in Deutschland. Da gibt es einfach richtig coole Einkaufsmöglichkeiten. Da bekommt man normalerweise Lego-Teile etwas günstiger als im normalen Handel. Also wenn man die richtigen Teile kauft, die richtigen Teile, die werde ich euch noch bei meiner Reise ins Legoland vorstellen. Leider haben sich die 100-Gramm-Preise mittlerweile von 9 Euro auf 10 Euro erhöht. Also da sollte man dann wirklich ganz genau drauf schauen, welche Teile das man einkauft. Aber dazu gibt es dann mehr im nächsten Video, beziehungsweise wenn ich dann meine Reise ins Legoland nach Deutschland diese Woche noch antreten werde. So viel dann dazu, so viel zum heutigen Video. Ich sage dann heute vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!